Moin, moin. Schöne Grüße aus der Computerstube an der Schwentine. Wir hatten hier eine Rangerstation gefunden. Die haben wir ein bisschen durchsucht. Und eigentlich hatte ich jetzt vor, wieder zu verschwinden. Aber ich hatte dann doch die Idee. Ich gehe nochmal hoch. Gut. Komme ich da durch? Anscheinend nicht. Dann ist der Weg anders gedacht. Guck ich mal, ob ich den finde. Ein bisschen deckt das Spiel. Ich bin durstig, dann sollte ich vielleicht erstmal was trinken. Da habe ich noch Mineralwasser. Ich glaube, das hatte ich vermutet. Schieße ich das mal gleich.
hier immer anders. Den will ich. Ja, warum setzt du ihn nicht gleich dahin? So, und eigentlich wollte ich gucken, ob ich hier irgendwas erkennen kann. Da sehe ich einen Berg, das ist Richtung Süden. Nein. Ich sehe auch Richtung Westen keine Stadt. Richtung Norden sehe ich aber auch nichts Vernünftiges. Warum leckt das jetzt wieder? Richtung Osten, wo ich meinen Punkt gesetzt habe, da sehe ich den Weg laufen. Aber durch die ganzen Bäume sehe ich auch nichts. Kommt doch! Was hinter. Da nicht, das ist eine Medizinbank. Kaffeeautomat. Der ist offen. Ich glaube, ich werde den Weg lang fahren. Bauen sollen. Gut, dann bin ich gleich wieder gesund.
ein bisschen zu laufen. Da ist mein Rucksack und mein Fahrrad. Hühnchen kann laufen. Das ist ein Stein, nehmen wir mal mit. Heute leckt das Spiel ein bisschen. Das kriege ich jetzt auch noch auf 100%. Ich weiß nicht, ob noch nebenbei Updates gezogen werden. Kennt ich meinen Hauptrechner nicht, da habe ich Linux. So, dann laufen wir mal zur Ranger-Station. Ich nehme ein bisschen Gras mit. Machen können, ist ein Schlafsack bauen. Ich habe nicht Lust, jedes Mal diese Menge zu laufen. Ich glaube, ich werde an der Rangerstation einfach eine kleine Station aufbauen. Weiterkommen. Da war ich schon. So, beibringen.
Holzknüppel fertigen. So, da habe ich noch ein bisschen zu laufen. So, 500 Metern habe ich eine Box für mich. Die sammle ich gleich mit ein. Zwei gesicherte Truhen. Die kann ich an der Rangerstation absetzen. Weil ich jetzt Holzknüppel habe. Kann ich auch sowas nebenbei machen, wenn ich Ausdauer hätte. Also nicht unbedingt immer nur rennen. Hier ist noch ein Rucksack. Versorgungskiste. Ich möchte einmal ein bisschen in diese Richtung. Wieso leckst du hier schon wieder? Ach, Vesta ist immer noch auf 100%. So, jetzt kann ich erkennen, dass da Schnee ist. Das ist
Flashplatte mit 100% Kraft. So, jetzt muss ich nur noch mal die Axt austauschen. Von mir. Und ich möchte hier einziehen. Danke fürs Gastgeschenk. So. Die Hütte scheint ein bisschen klein zu sein da für meinen Plan. Leg ich mich doch hier hin. Und dann mache ich auch gleich noch Aufbewahrungskisten an die Wand. Und dann schauen wir mal. Das kann hier bleiben. Da kann ich lieber die Dreier dahin nehmen. Die AK habe ich. Da kommen die Würfel hin. Das ist gut. Das Öl kann hier bleiben. Leder brauche ich jetzt auch nicht unbedingt mit. 9 mm muss ich nicht dabei haben. Den muss ich nicht dabei haben. Das will ich haben. Das nicht. Das nicht. Federn kriege ich genug. Bleiben. Papier kann hier bleiben. Nägel kann hier bleiben. Nitrat kann hier bleiben. Verrottetes Fleisch habe ich wohl noch nicht. Rekord kann hier bleiben. Kaffeepulver kann hier bleiben. Eisen kann hier bleiben. Kaffee behalte ich. 7,5 mm behalte ich. Zelter behalte ich. Fleisch kann hier bleiben. Kaffee kann hier hoch. Der kann hier bleiben. Jetzt bringe ich die Dame mit.
Und da werde ich mal ein bisschen den Weg lang fahren. Vogelnest. Schöne Villa. Da guckt sich den Stein an. Ich bin ein bisschen überladen, weil ich einige Sachen für den Händler habe. Also ich würde gerne mal einen Händler finden. So, zumindest habe ich die Punkte für meinen Tod schon wieder raus. Nadel und Faden. Habe ich bisher auch wenig gebraucht. Das ist nur eine Karosserie, aber da ist noch eine Tasche. Da komme ich doch wieder auf eine Stadt zu.
Vielleicht sollte ich mir da was zu essen organisieren. Also sagen wir mal so. Die Organisation würde ich da machen. Wildschwein. Beutel. Essen. Bauernhof. Mähdrescher. Hier ist es neblig. Punkte. Scheint ein Paketzentrum zu sein. Hier ist eine Kanalisation. Hier ist ein Wasserwerk. Ein Obststand. Der Nebel nervt ein bisschen. Ein Wohnhaus.
Wie gesagt, der Nebel nervt ein bisschen. Hier gibt's Honig. Hier ist eine Ranch. Wohnhaus. Krass, habe ich doch genug, ne? Fertige mir meinen Schlafsack. Schön, dass du mir die Wohnung freigemacht hast. Ich würde hier gerne einziehen. So. Nein, jetzt brauche ich nicht. Drei sind, glaube ich, nicht schlecht. Die kannst du mir mal auch gleich auf die neuen legen. So, dann können wir hier endlich gleich mal ein Lagerfeuer machen. Das kannst du mir auch auf die neuen legen. Also ich kann mal was essen. Thank you.
Erbsen können hier rein. Das kann hier rein. Essen. Nichts drin. Moin. Und tschüss. Reparieren. So rum hätte ich reinkommen sollen. Gut. Die ist verschlossen. Das ist ein Unterschrank. Da ist ein verdorbener Müll. Da ist eine Trinkwasserflasche. Da ist Wasser drin. Einzusammeln. Das ist die Eingangstür. Gut. Oben. Da ist noch ein bisschen Müll. Und Samen drin. Ist die Küche. Mülleimer. So, ein bisschen Lebensmittel. Waschbecken. Schränke.
Hallo Hühnchen. Das Bad. Dusche, in der Müll steht. Der ist hier. Toilette. Mal, dass es hier irgendwo noch Main Loot gibt. Nein, er will mich hier noch wieder runter lotsen. Rucksack. Brot. Dose. Schrank. Auch nichts hinter. Verdorbener Müll. Dieses Metall.
So, das war die verkehrte Tür. Ich glaube, ich sollte erstmal eine Händlerkiste aufmachen, weil da hat sich einiges angesammelt. Wasser behalte ich mal. Material, Nadel und Faden, Eisen. Auslösegruppe. Stoff. Kunststoff. Leder. Das Fleisch kann hier eigentlich auch hin. Nitrat habe ich nicht mehr eingepackt. Das wird meine Stadtbasis. Yeah.
Also die Stadt sieht schön aus. Gefällt mir. Ach, so eine Überbrücke. Coffee Shop. Hotel. Führung. Kanalisation. Einige Wohnhäuser. Eine Kirche. Meine liebe Gemeinde, wir wollen hier keine Zombies. So, ich sag mal, ich habe schon wieder eine Stunde gespielt. Es war noch sehr früh am Tag hier. Und ich habe noch keinen Händler gefunden. Also entweder wird der Händler sich hier in diesem Gebiet noch aufhalten. Oder hier im Außenbereich. Weil hier scheint die Stadt zu Ende zu sein. Und Händler sind gerne ein bisschen auswärts. Aber so groß wie die Stadt ist, schätze ich, da ist ein Händler. Sieht gut aus. Aber das wird es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal nicht allzu viel Wasser die Schultine runterläuft. Lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben und was auch immer hilft, das bekannter zu machen. Wie gesagt, wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!